herzlich willkommen zu einer neuen Folge 95 Olé, das Stadtwerke Düsseldorf Fanmagazin. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Es wurde wieder gefeiert am Sonntag, denn die Fortuna hat etwas überraschend, aber hochverdient gegen den SC Freiburg gewonnen. Darüber wollte ich eigentlich mit meinem Gast Serdschan Zarrer sprechen, aber der musste schon wieder kurzfristig absagen. Dafür haben wir aber adäquaten Ersatz gefunden und mit dem sprechen wir dann natürlich über Serdschan, aber auch über den Sieg gegen Freiburg und auf den werfen wir jetzt nochmal einen Blick. Beim 2:1 Sieg über Freiburg konnte Nikola Djordjic die Düsseldorfer in der 26. Minute in Führung bringen. 20 Minuten später war es Vincenzo Grifo, der in der 45. Minute mit einem umstrittenen Handelfmeter die Freiburger zurück ins Spiel schoss. Doch die Flingeraner ließen sich davon in Hälfte 2 nicht beeindrucken und zeigten weiter großen Einsatz und Laufbereitschaft. In der 69. Minute war es dann Serdschan Zarrer, der aus 22 Metern abzog. Sein abgefälschter Ball landete im Tor und brachte den ersten Sieg unter Trainer Marco Kurz. Die 95er hatten lediglich 40% Ballbesitz, Freiburg 60%. Auch in Sachen Zweikämpfe lag der SC vorn, hier war es jedoch deutlich knapper. Düsseldorf war aber deutlich effektiver und darauf kommt es an. Fortuna machte aus nur 8 Torschüssen 2 Treffer. Freiburg hatte 15, war jedoch nur vom Elfmeterpunkt erfolgreich. Zudem hatte Freiburg mit 7 Ecken 3 mehr als die Flingeraner. Es war natürlich sehr wichtig, dass wir den nächsten 3 einfahren, weil man nicht immer davon ausgehen kann, dass die Mannschaften, die hinter ihnen stehen, natürlich auch immer ihre Spiele verlieren werden. Und von daher denke ich, haben wir ein sehr gutes Auswärtsspiel gemacht. Da die Konkurrenten aus Frankfurt, Paderborn und München ihre Spiele verloren, sieht man in der Tabelle, dass die Fortuna auf Rang 14 klettern konnte und nun mit 23 Punkten 6 Zähler Vorsprung auf den Relegationsplatz hat. Ja, einen sehr großen Anteil am Sieg hat natürlich auch der Siegtorschütze Serdschan Zarrer. Der ist aber leider heute nicht da, dafür ist Sascha Rüssler eingesprungen. Herzlich willkommen. Hallo. Ja, Sascha, wie hast du das Spiel gegen Freiburg gesehen? Wie ist da deine Meinung zu? Ja, erstmal war es eine Riesenbefreiung für uns. Ne? Ich denke, die letzten Wochen waren für alle anstrengend, ne? für die Fans, für uns, für die ganzen Mitarbeiter im Verein. Ne? Sehr negativ alles gewesen, ne? Und waren jetzt auch nah an den Abstiegsrängen dran. Ne? Da war es uns natürlich alle ein bisschen mulmig. Aber Gott sei Dank hat die Mannschaft es mal geschafft, jetzt ihr Potenzial auf den Platz zu bringen. War, denke ich, sehr, sehr aggressiv, sehr leidenschaftlich und hat auch wirklich alles umgesetzt, was Marco von ihnen eingefordert hat. Und ich denke, es war ein verdienter Sieg. Was war so der Schlüssel zum Sieg? Ja, wie ich gerade schon gesagt habe, ne, wir waren von der ersten Minute waren wir wirklich leidenschaftlich, wir waren aggressiv. Ne, man hat gemerkt, wir wollen das Spiel unbedingt gewinnen. Und vor allem der Schlüssel war auch, dass wir dran geglaubt haben. Ne. Ich denke, das ist wichtig. Ne. Der Marco hat es unter der Woche schon gesagt, ne, wir fahren dahin, um zu gewinnen. Ne. Man muss auch in so einem Spiel, wo vielleicht alle sagen, ja, in Freiburg wird es richtig schwierig, ne, und ob man da was holen. Ne. Nee, die Jungs, die müssen daran glauben. Ne. Man muss dahin fahren und sagen, hey, wir haben da eine Chance. Ne. Und das haben wir gemacht und haben dann auch das umgesetzt. Klar hat man dann auch das Quäntchen Glück, ne. Das braucht man dann auch mal in der einen oder anderen Situation. Aber das haben wir uns im Spiel auch erarbeitet. Zum Beispiel bei dem Schussversuch von Lukas Schmitz, der direkt ans Lattenkreuz geht, wo man direkt dann sieht, okay, hier geht was. Ist das auch nochmal so ein Pusher in so einem Spiel, gerade in so einer Anfangsphase? Ja, klar. Ich denke, das war auf die Freiburg, die haben dann auch direkt gemerkt, oh, hoppla, ne, was ist denn hier los? Ne? Die pressen uns so offensiv, ne? so weit vorne, ne? Das sind die vielleicht auch nicht gewohnt zu Hause. Ne? Die sind ja schon spielstark, ne, und haben relativ viel Zeit, eigentlich immer hinten rum zu spielen. Und als sie dann gemerkt haben, wie Nico und wie Kerem, wie aggressiv die angelaufen haben, ne, da waren die dann, glaube ich, schon auch überrascht. Und da hat man viele gute Ballgewinne. Und dann bist du halt schon relativ nah am Tor. Und deswegen hat man dann auch relativ schnell unsere Möglichkeiten und auch gute Möglichkeiten. Und das war natürlich für uns sehr, sehr gut. Wie hast du die beiden Tore gesehen? Du hast es eben schon gesagt, ein bisschen Glück war mit dabei. Beide Bälle abgefälscht, einmal vom Pfosten, einmal vom Gegenspieler. Ja gut, ich denke, das erste Tor, da hat einfach Nico halt auch sein Näschen gezeigt. Ne? Wir haben im Winter geholt und man hat eigentlich schon in den ersten Trainingseinheiten gesehen, ne, dass es für uns eine Riesenverstärkung ist und dass er weiß, wo das Tor steht, dass er einfach auch abgezockt ist. Und das hat er da auch gezeigt. Ne? Er stand einfach richtig und drückt dann das Ding rein. Beim zweiten von Sergi, okay, der war dann abgefälscht. Das ist halt dann ein Quäntchen Glück, aber wie ich schon gesagt habe, das arbeitet man sich so im Spiel. Ne? Wir hatten am Anfang dafür auch wieder das Pech mit Latte und hatten die Saison schon genug Pech. Ne? Also von dem her gesehen, tut uns das auch mal zurecht gut. Du hast mit Sergio wahrscheinlich auch danach gesprochen, nach dem Spiel. Wie groß war der Stein, der ihm da von der Brust gefallen ist, weil er endlich getroffen hat?
Ja, ich habe jetzt mit ihm darüber nicht direkt gesprochen, aber man kann ja davon ausgehen, oder ich habe es selber auch mitgemacht, ne, wenn man in so einer Situation ist, wo man die Woche vorher mal nicht mal im Kader ist, ne, und dann plötzlich dann wieder von Anfang an spielt, dann ist das natürlich für ihn natürlich dann auch wieder eine Chance gewesen. Ne. Letzte Woche hat ihm der Trainer ein Zeichen gegeben, dass er nicht mit ihm zufrieden war, ne, auch nicht mit der Trainingsleistung und dass es zu wenig war. Und er hat dann super trainiert die Woche und hat es dann auch im Spiel umgesetzt. Und ich hoffe halt einfach, dass Sergi, er hat ja ein Riesenpotenzial, ne, das sieht man in jeder Trainingseinheit, dass er einfach jetzt noch professioneller wird, ne, und einfach auch konstant diese Leistungen abruft. Und vielleicht auch jetzt befreiter aufspielen wird, weil das natürlich gerade bei einem Offensivspieler immer im Hinterkopf ist, wenn man lange Zeit nicht trifft? Klar, auf jeden Fall. Ne. Ich meine, das gibt ihm Selbstvertrauen. Ne. Sergi ist auch, das wirkt zwar nicht so, aber er ist schon auch ein sensibler Spieler. Ne. Und er braucht das Vertrauen und er braucht auch Selbstvertrauen, wie du gerade gesagt hast. Und auch die ganze Mannschaft. Und das, denke ich, hat uns jetzt in Freiburg natürlich einen riesen Schub gegeben. Ich denke, gegen Nürnberg können wir dann mit breiter Brust auflaufen. Und dann können wir hier zu Hause auch einen Dreier einfahren. Das ist gar keine Frage. Sercan hatte eigentlich schon ein Tor geschossen gegen Bielefeld damals. Da hat dann der Torwart Hesel noch abgefälscht. Jetzt ist der Ball wieder abgefälscht worden. Wird er da ein bisschen gepiesackt vielleicht von der Mannschaft, dass es eigentlich wieder nicht sein Tor ist? Oder gönnt man ihm das jetzt? Nö, also ich denke, das ist ganz klar sein Tor. Ne? Ich meine, gegen Bielefeld war es vielleicht noch ein bisschen anders, ne? weil es eher ein Querpass war. Und der Hesel kriegt dann an die Hacke, ne? Aber dieses Mal, ne, war es ja schon ein Schuss Richtung Tor. Und ich denke, da ist es eindeutig sein Tor. Und ich denke, das hat er sich ja hoch verdient. Mhm. Axel Bellinghausen hat nach dem Spiel gesagt, selbst nach dem 1-1 hatte er nicht das Gefühl, dass das Spiel irgendwie noch kippt. Wie ist es draußen von der Seite gewesen? War das Gefühl da auch so, dass es heute ein gutes Ding wird? Also ich müsste jetzt lügen, wenn ich jetzt sagen würde, ne, ich war mir da jetzt ganz sicher und war da auch ganz ruhig. So, also klar, wir waren natürlich auch ein bisschen angespannt und auch neugierig, ne, wie die Mannschaft einfach auf den Ausgleich reagiert. Ne. Das war ja keine einfache Situation. Wir waren ja ein bisschen hektik. Ne. Ich denke, dass es vor dem 1-1 ein Foul an Nico war, ne, und der Schiedsrichter lässt weiterlaufen. Da entsteht dann der Elfmeter, ne, den kann man dann auch geben, ist gar keine Frage. Aber Marco hat eine super Ansprache in der Halbzeit gemacht, ne, hat wirklich da auch wieder Ruhe reingebracht, ne, hat dann den Jungs auch ganz klar gesagt, dass sie das abhaken sollen, ne, und dass es jetzt wieder weitergeht. Und ich denke, man hat es dann auch gesehen, wie wir rausgekommen sind. Ne. Wir waren direkt wieder hellwach, hatten auch direkt wieder die ersten Aktionen nach vorne und haben da genau die richtige Reaktion gezeigt. Und deswegen, wenn der Axel das natürlich dann schon gefühlt hat, ist als Spieler ist das immer noch mal was anderes. Ne. Wir draußen haben das sicherlich noch nicht so gefühlt, aber waren natürlich unheimlich froh, dass die Jungs das dann so umgesetzt haben. Wie ist das? Oder wie wichtig ist der Sieg gewesen, auch um das Verhältnis zwischen Mannschaft und dem Trainer nochmal zu verstärken? Einfach, dass man sieht, okay, die Idee vom Trainer, die funktioniert, das lässt sich alles umsetzen. Oder ist das Verhältnis auch vorher schon so gut in so einer schwierigen Situation? Ja, das Verhältnis, das war auch vorher schon gut, ne? Aber es ist natürlich trotzdem unheimlich wichtig, damit du auch das Gefühl hast, okay, das, was der Trainer uns vorgibt, das funktioniert, ne? Das gibt natürlich der Mannschaft Vertrauen, ne? Deswegen braucht man natürlich solche Erfolgserlebnisse. Aber was uns natürlich viel mehr gut tut, ist einfach, dass einfach das Umfeld jetzt auch wieder ruhiger wird, ne? Und auch sieht, okay, die Mannschaft, die hat sich da jetzt zerrissen, hat leidenschaftlich gespielt, ne? Und das ist ja uns in den letzten Wochen oft vorgeworfen worden, ne? Dass die Mannschaft vielleicht so dieses letzte Quäntchen eben nicht bringt, ne? Und deswegen tut uns in der Hinsicht das unheimlich gut und ich hoffe, dass wir da am Montag dann auch weiter dran anknüpfen können, um da auch wieder, ja, mehr an die Fans ranwachsen können, dass wir wieder mehr als Verein eine Einheit werden. Ist dieses Quäntchen, was jetzt mehr da ist, auch, sage ich mal, der Beruhigungspunkt, wenn man den Rest der Saison, den ersten Teil der Saison achtet, dass man nach guten Spielen oft auch immer schwächere Leistungen gezeigt hat, wo man jetzt sagen kann, okay, jetzt ist aber die Motivation da, die Stimmung ist da, dieses Quäntchen, was du angesprochen hast, ist jetzt da und deswegen müssen wir uns beim Spiel gegen Nürnberg keine Sorgen machen? Nein, das wäre zu einfach. Ne? Also ich denke, wichtig ist einfach, dass wir das jetzt natürlich auch ein bisschen genießen, ne? Oder dass im Endeffekt jetzt die letzten zwei Tage auch ein bisschen angenehm war, mal so einen Tag zu haben, so einen freien Tag, ne, mit so einem Erfolg. Aber heute gilt es schon wieder ganz hart, wieder aufs neue Spiel zu arbeiten. Ne? Und wir müssen da die gleiche Leidenschaft von der ersten Minute wieder reinschmeißen. Und ich denke, das ist eigentlich das Wichtigste, ne, dass die Mannschaft das weiß, okay, das ist der Weg und den müssen wir jedes Spiel gehen. Und, aber wir können uns auf nichts ausruhen. Ne? Wir sind nur 6 Punkte jetzt vor Paderborn. Ne? Es hat sich zwar ein bisschen was verändert, dass wir ein bisschen mehr Luft haben, aber wir sind dann noch lange nicht auf der sicheren Seite. Ne? Und wenn wir da jetzt schon anfangen würden zu sagen, okay, ne, das ist jetzt so alles ruhig und so, das wäre schon der erste Fehler wieder. Ne? Sondern wir müssen da wirklich jetzt knallhart dran arbeiten, dass wir wirklich das als unsere Vorgabe sehen, dass wir solch eine Leistung abrufen wollen. Und dann glaube ich auch, dann werden wir noch ein bisschen Freude in der Mannschaft haben. Mhm.
Nürnberg also der nächste Gegner, das nächste Top-Team, das auf die Fortuna trifft. Dass man gegen Top-Teams was holen kann, das hat man jetzt gerade erst gezeigt. Und wie die Vorbereitung auf das Spiel gegen Nürnberg gelaufen ist, das hat sich Marius Ross angeguckt. Bestens gelaunt nahmen die Fortunen am Mittwochnachmittag die Vorbereitung auf die Partie gegen Nürnberg auf. Nach dem Überraschungssieg beim Tabellenzweiten SC Freiburg ist den Spielern anzumerken, dass sie erleichtert sind. Im zweiten Spiel unter Neutrainer Marco Kurz konnte der erste Sieg seit dem 17. Spieltag beim Mainz-0-Sieg gegen Eintracht Braunschweig gefeiert werden. Mit den Treffern von Nikola Djurdjic und Serjan Sararea gab es zudem zwei Torpremieren im Fortuna-Trikot. Sararea hatte noch mehr Grund zur Freude, denn es war gleichzeitig das Ende einer 1050 Tage langen Durststrecke. Kein Wunder, dass der 26-Jährige besonders erleichtert war. Ich freue mich natürlich, dass ich da dazu beitragen konnte mit meinem Siegtreffer. Und ich habe schon immer gesagt, ich bleibe da dran und ich werde die Saison noch mein Tor erzielen. Und diesmal war es öffentlich beziehungsweise offiziell. Und natürlich freue ich mich das am meisten. Aber auch, dass die Mannschaft gut gearbeitet hat und haben uns eigentlich verdient. Doch mindestens genauso wichtig wie Sararea war die Innenverteidigung mit Alexander Madlung. Der Hühne hielt mit seinem Partner Karim Agi die Abwehr zusammen und ließ außer dem Elfmeter kaum Chancen der Freiburger zu. Dennoch weiß der bescheidene Ex-Nationalspieler, mit dem Lob umzugehen. Ja, ich denke, eine gute Defensive fängt vorne an. Also das fängt vorne bei den Spitzen an und da kann sich keiner rausnehmen. Ansonsten sieht die Hintermannschaft schlecht aus, sieht der Torwart schlecht aus. Und von daher kann man nicht sagen, es hat jetzt an zwei Spielern gelegen oder an drei Spielern. 11 Leute stehen auf dem Platz, plus die natürlich dann auch noch reinkommen. Vor der Partie gegen Nürnberg bleibt der 31-Jährige also mit beiden Füßen auf dem Boden. Er weiß, was auf sich und seine Mannschaftskameraden zukommt. Immerhin sind die Nürnberger in der Liga seit 11 Spielen ungeschlagen. Ja, ich denke, es ist ein anderer Fußball, den Nürnberg spielt, als jetzt Freiburg. Es ist eine sehr robuste Mannschaft, wo man auch wieder vielleicht auch ein Kampfspiel erwarten kann, wo vielleicht auch eine Standardsituation das Spiel entscheiden kann. Und wir müssen auf alles gefasst sein und trotzdem aber auch nach vorne spielen. Das hat auch im Training schon gut geklappt. Die Chancen, die man erhält, müssen dann aber reingehen. Darüber hinaus muss die Mannschaft im Flutlichtspiel erneut aggressiv auftreten. Ja, wir wissen alle, dass das eine erfahrene Mannschaft eigentlich ist. Eine sehr gute Mannschaft, die auch bei sich ist und die jetzt sehr viel Selbstvertrauen hat durch die ganzen Spiele, die sie gewonnen haben. Und dagegen müssen wir hart ankämpfen und genauso spielen wir gegen Freiburg. Aktuell ist davon auszugehen, dass Marco Kurz seine Siegerelf nicht verändern wird. Das bedeutet mit Nikola Djurdjic als alleinige Spitze, Lukas Schmitz auf der 6 und Axel Bellinghausen auf der Linksverteidigerposition. Dort überzeugte der Routinier im Training immer wieder mit Vorstößen auf den Außen. Auch im Torabschluss war der Urfortune treffsicher. Hoffentlich zeigen er und seine Kollegen diesen Willen auch gegen Nürnberg. Die Fortuna mitten in der Vorbereitung auf das Spiel gegen Nürnberg. Wenn man gegen eine Mannschaft gespielt hat, die relativ ähnlich aufgestellt ist wie die Freiburger oder gegen die spielt, die ändern sich ja die Mannschaften. Stellt man denn in der Taktik oder in der Aufstellung was um? Oder sagt man einfach, Jungs, wir machen es genau nochmal so? Nee, also erstens glaube ich, dass die beiden Mannschaften sich überhaupt nicht ähneln. Ne? Freiburg ist schon eine sehr spielstarke Mannschaft, will fußballerisch viele Sachen lösen. Nürnberg ist schon eine Mannschaft, die mit vielen langen Bällen operiert, ne? Die auch sehr kompakt ist, die auf Fehler wartet vom Gegner und dann schnell umschaltet. Haben sehr schnelle Leute in der Offensive. Also ich denke, da werden wir sicherlich auch Sachen verändern und auch uns dann an den Gegner anpassen. Muss man auch sagen, dass Nürnberg vielleicht in der Offensive unberechenbarer ist, weil die halt nicht nur diesen Stürmer Nils Petersen haben, sondern auch in der Breite viele Torschützen haben? Ja, klar, natürlich, wenn du einen so einen Stürmer hast, ne, der natürlich so viele Tore hat, dann denkt man vielleicht, das ist vielleicht einfacher. Auf der anderen Seite, ne, wenn ich mal gucke in Freiburg, ne, wer da noch drumherum spielt, ne, ob das jetzt Niederlechner ist oder auch Nielsen, das sind auch alles für die zweite Liga Topstürmer, ne, die hätten auch ganz gerne, oder hätte jeder Zweitligist gerne bei sich in den Reihen. Und von dem her gesehen glaube ich nicht, dass das irgendwie einen Unterschied macht. Du hast damals in Fürth gespielt, auch ein großer Konkurrent von den Nürnbergern. Ist das dann in dem Fall vielleicht auch nochmal was Besonderes für dich? Oder spielt das überhaupt gar keine Rolle mehr? Nee, das spielt gar keine Rolle. Also es ist auch schon zu lange weg. Und ich sage, damals waren das natürlich super Derbys, ne? Ähnlich wie Gladbach-Köln oder auch Dortmund-Schalke, nur natürlich im kleineren Rahmen.
Aber ist ja klar, das ist eine Stadtgrenze, ne? Und das sind immer heiße Duelle gewesen. Aber für mich ist es da eigentlich einfach zu lange weg, dass ich da noch irgendwie noch solche Gedanken hegen würde. Dann haben wir jetzt erstmal genug über Nürnberg gesprochen und gucken uns mal an, was die Nürnberger denn in dieser Woche im Training gemacht haben. Denn wie Sascha Rösler eben gesagt hat, man muss sich ein bisschen auf den Gegner einstellen. Und das machen wir jetzt. Entspannte Stimmung beim 1. FC Nürnberg. Auch wenn die Franken durch das 1:1 Unentschieden beim VfL Bochum am vergangenen Spieltag den Sprung auf Tabellenplatz 2 verpassten, so konnte das Team von Trainer René Weiler durch die Pleite von Tabellennachbar Freiburg immerhin einen Punkt auf den zweiten Tabellenplatz gut machen. Die letzten Wochen und Monate zeigen ganz deutlich, dass der aktuelle Tabellendritte mit Torhüter Raphael Schäfer ein ganz heißer Kandidat im Rennen um die Aufstiegsplätze ist. Alle Leute versuchen auch dieses Ziel, das wir haben, in erster Linie eine Mannschaft aufzubauen, auch einen Verein aufzubauen, der nachhaltig dann auch in dieser Bundesliga dann auch sich etablieren kann. Ich glaube, das ist das Wichtigste, da sind wir auf einem guten Weg. Dass es dann auf einmal so gut gelaufen ist, glaube ich, haben wir auch nicht mitgerechnet. Nichtsdestotrotz müssen wir uns dafür auch nicht entschuldigen. Also es muss jetzt keiner sich hinstellen und sagen, oh, es tut uns leid, dass wir jetzt doch früher als erwartet und so präsentieren. Es ist in Ordnung, es ist noch ein weiter Weg. Wir sind nicht diese Übermannschaft, die sie vielleicht Leipzig in dieser Saison ist. In einer Hinsicht ist man aber auch klar besser als Leipzig, nämlich bei den geschossenen Toren. Nürnberg stellt die zweitbeste Offensive der Liga. Nach Freiburg mit 44 Treffern trafen die Franken 40 Mal. Tabellenführer Leipzig kommt zum Beispiel nur auf 33 Tore. Düsseldorf mit nur 17 geschossenen Toren sieht man trotzdem als Gegner, den man nicht unterschätzen will, auch wenn man die Fortunen in der Liga und im DFB-Pokal bereits zweimal bezwungen hat. Wir haben zwar im Pokal gegen die gespielt, aber es wird, glaube ich, ein ganz anderes Spiel. Wir haben einen neuen Trainer bekommen, ja, ein paar neue Spieler auch dazu bekommen und ja, es wird eine ganz schwere Aufgabe. Die haben gute Einzelspieler, wollten zu Beginn der Saison auch um den Aufstieg mitreden und haben jetzt eigentlich, auch wenn verspätet, im letzten Spiel gezeigt, wozu sie auch fähig sind. Eine Niederlage kann man sich trotzdem nicht vorstellen bei den Franken. Das letzte Null-Punkte-Spiel des Clubs gab es am 4. Oktober vergangenen Jahres gegen Leipzig. Seitdem ist der 1. FC in der Liga mit 6 Siegen und 5 Unentschieden. Aus 11 Spielen ungeschlagen. In Nürnberg weiß man zwar um die durchwachsene Situation des kommenden Gegners aus Düsseldorf, trotzdem ordnet Clubtrainer Weiler dem 2:1-Sieg der Fortuna in Freiburg eine besondere Bedeutung zu. Man schlägt ja nicht einfach so Freiburg in dieser Situation auswärts, 2:1, also das wird ein nächstes sehr schwieriges Spiel, aber ist im Moment noch weit weg. Wir bereiten uns jetzt diese Woche seriös auf dieses Spiel vor und hoffen, dass wir dort auch wieder Punkte mit nach Hause nehmen können. Für Nürnberg wäre ein Auswärtssieg wichtig. So könnte man den Relegationsplatz sichern und weiter im Kampf um den direkten Aufstieg mitspielen. Sicher sind die Franken auf dem Papier klarer Favorit. Nach dem Düsseldorfer Überraschungssieg gegen Freiburg ist aber auch in der kommenden Begegnung mit der Fortuna zu rechnen. Es wird definitiv ein offener Schlagabtausch am Montagabend. Die Nürnberger bereiten sich also auf das Spiel gegen die Fortuna vor. Sascha, als du das letzte Mal bei uns warst, das war nicht so eine gute Woche, da war gerade das Pokal aus gegen die Nürnberger, 1:5 ist es damals ausgegangen. Du warst auch relativ schlecht gelaunt. Die Erinnerungen an das Spiel, wie aktuell sind die dann jetzt vor so einem Spiel, wenn man sich wieder sieht? Ja, durch das Interview jetzt heute sind die gerade richtig nochmal hochgekommen. Deswegen nochmal vielen Dank. Also es war wirklich, ja, das war natürlich ein richtig beschissenes Spiel. Es war auch so ein richtiger Tiefpunkt. Ne? Wir hatten da ja, glaube ich, 5:1 verloren im Pokalspiel und war mit das Schlechteste, was sie bis jetzt auch von uns gesehen haben. Wir waren da sehr, sehr enttäuscht und auch am Boden. Deswegen, da gilt es natürlich auch noch was gut zu machen. Ne? Wir haben in der Liga auch verloren und das ist natürlich schon auch ja, für die ganzen Fans, die da auch mitgefahren sind, ne? Die werden das auch noch im Hinterkopf haben. Ne? Und da müssen wir auch schon dann am Montag ja, da was gut machen. Holt der Trainer das dann nochmal raus? Zu Motivationsgründen, jetzt vielleicht nicht unbedingt die Gegentore, aber dass er sagt, Jungs, erinnert euch nochmal, ist noch nicht so lange her, da haben wir da richtig bitter verloren. Das kann ich dir jetzt nicht sagen. Also ich weiß nicht, ob das dann nochmal Sinn macht, ne, um nochmal an so ein Negativerlebnis zu erinnern. Ich weiß es nicht. Ne. Unsere Mannschaft sind ja jetzt auch wieder Neuzugänge da. Ne. Wenn du jetzt einem Nico oder einem Mavrias davon was erzählst, die wissen da gar nichts. Ne. Die können sich da gar nicht dran erinnern. Deswegen glaube ich nicht, dass das da noch viel davon vorkommen wird. Also frisch und frei ins nächste Spiel. Wir gehen jetzt frisch und frei in die Fragen der Zuschauer. Das hatten wir letztes Mal bei Sercan Sarare auch schon. Da musste die Fragen Oliver Fink beantworten. Jetzt musst das halt du machen, Sascha. Aber da kannst du einfach
ja, deinen gedankenfreien Lauf lassen, wie Sercan da geantwortet hätte. Beim nächsten Mal können Sie auf jeden Fall auch wieder Fragen stellen an 95ole@centertv.de. Einfach eine E-Mail schicken und dann kommen die auch sehr wahrscheinlich ins Studio. Christian Prahle fragt Sercan Sarraer. Hallo Sercan, deine Mutter kommt aus Spanien, dein Vater ist Türke. Ist es ein Traum von dir, in einer der beiden Liga zu spielen? Wenn ja, in welcher? Also es ist auf jeden Fall ein Traum. Also ich würde natürlich gerne in der spanischen Liga spielen, weil ich immer schon viel, viel engeren Draht zu meiner Mutter hatte. Und ich denke, wenn mal das Angebot käme, würde ich dann ganz gerne beim FC Barcelona spielen. Okay, Sercan, das ist eine interessante Theorie. Warum nicht Madrid? Warum Barcelona? Ist jetzt eine gute Frage. Ich habe jetzt einfach mal, ich habe irgendwie, Barcelona ist am Meer, ne? Madrid ist ja, glaube ich, eher, ne? Kein Wasser in der Nähe, ne? Deswegen, ja. Ich würde lieber ans Meer wollen. Ja. Olli Fink hat damals gesagt, dass Sercan Sarraer so ein Spielertyp ist wie Messi. Also klein, wendig, ne? schwer zu verteidigen. Wäre eigentlich ein Punkt, wo man sagen würde, geht er nicht nach Barcelona, weil er dann auf der gleichen Position agieren könnte. Messi geht jetzt dann vielleicht mal weg und sucht sich eine neue Herausforderung in China und dann wäre er platzfrei. Ja. Mal gucken, wie viel die Chinesen dann da bezahlen. Ja. Die nächste Frage, die kommt von Levent Aykan. Er fragt, hey Sercan, machst du die Hoffnungen nochmal für die türkische Nationalmannschaft zu spielen? Ja, momentan konzentriere ich mich natürlich voll auf den Verein, ne? Weil das ist viel, viel wichtiger und will jetzt da erstmal konstant gute Leistung bringen, so wie jetzt gegen Freiburg und das andere, denke ich, das kommt dann von selber. Wie war es damals für dich in der türkischen Nationalmannschaft schon? Ein paar sprachliche Probleme gehabt, aber sonst hat es sehr viel Spaß gemacht. Alles klar. Dann kommen wir zur Frage der Woche. Die kommt von Alexander Rudolf. Er fragt, hallo Sercan, mit Nikola Djurdjic hast du eine Saison in Fürth zusammengespielt. Wie war euer Verhältnis auf dem Platz und wie groß war die Freude über seine Verpflichtung, dann jetzt hier bei der Fortuna? Ja, die Freude über die Verpflichtung war natürlich groß. Ne? Wir haben ja noch einen Stürmer gesucht, das war ja im Endeffekt auf die letzte Minute. Ne? Und uns hat auch so ein Spielertyp gefehlt, ne? Der im Endeffekt ballsicher ist, ne? Der zwischen den Linien, ne? Sich die Bälle abholt und uns auch hilft, das Spiel nach vorne zu transportieren. Und deswegen finde ich es großartig, dass er hier ist. Ist es vielleicht ein gutes Zeichen, dass damals, als die beiden zusammengespielt haben und Sercan schon sein erstes Bundesligator geschossen hat, hat auch Nikola Djurdjic getroffen im Spiel. Kann man sich daran hochziehen, an den beiden, dass man da noch viel Spaß haben wird? Ja. Jetzt als Sascha Rösler geantwortet. Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, klar, das ist immer irgendwo im Hinterkopf. Ne? Man gibt auch Selbstvertrauen, wenn man merkt, okay, ich habe da einen an der Seite, ne? Da, wo es instinktiv irgendwie schon gut läuft, ne? wo man auch die Abläufe kennt und deswegen hoffen wir uns natürlich, dass das in den nächsten Spielen genauso weitergeht. Ne? Und vor allem gerade bei Sergi, ne? Ich glaube, mit Nico hat weniger das Problem, er ist schon ein bisschen weiter, dass Sergi einfach dann noch ein Stück professioneller wird, ne? Und jetzt auch nicht wieder sich auf was ausruht, sondern halt weiter Gas gibt und das sich einfach jetzt auch als Messlatte nimmt, das Spiel in Freiburg. Sergi hat in Stuttgart sehr wenig gespielt auf der letzten Station. Wie weit wirft ein sowas dann zurück? Ja, gut. Gerade wenn man noch jung ist und eigentlich noch eine gute Entwicklung machen könnte. Ja, klar, ich meine, erstmal wirft es natürlich einen zurück, ne? Weil die Spielpraxis fehlt einfach. Und deswegen hat er jetzt auch den Schritt hierher gemacht nach Düsseldorf, um wieder an alte Erfolge wie in Fürth anzuknüpfen. Und bei Sergi ist es ja ohne Zweifel, dass er das Potenzial hat. Ne? Nur bei ihm ist natürlich der Kopf eine große Rolle. Ne? Und der muss halt einfach passen. Ne? Er muss einfach wissen, erstmal ist halt Fußball an oberster Stelle stehen, dass man halt viele Dinge da erstmal zurückstecken muss und dann wirklich auch alles dafür tun muss und sich wirklich professionell immer verhalten muss. Und wenn er das macht, dann glaube ich, dann wird er wahrscheinlich auch nochmal in die Bundesliga kommen. Da bin ich mir eigentlich sicher. Wenn er es nicht macht, dann, ja, dann wird es nicht reichen. Kopfsache. Kopfsache hat auf jeden Fall Alexander Rudolf bewiesen. Er hat die Frage der Woche gestellt und bekommt dafür einmal einen Thermobecher von den Stadtwerken. Solange es kalt ist, kann man den auf jeden Fall noch gebrauchen. Und damit er auf jeden Fall dann zum nächsten Spiel pünktlich kommt und weiß, wann die 90 Minuten vorbei sind, gibt es noch eine Fortuna-Uhr. Sascha Rösler, also known as Sercan Sarraer, vielen Dank für deinen Besuch hier. Gerne. Wir drücken euch natürlich die Daumen, dass es dann gegen Nürnberg die nächsten Punkte gibt und dann die Fortuna noch ein bisschen klettert in der Liga. Vielen Dankeschön. Dank. Danke. Liebe Zuschauer, das war 95 Ole, das Stadtwerke Düsseldorf Fanmagazin in dieser Woche. Die nächste Folge gibt es schon in der nächsten, denn gegen Bochum, das Spiel am Dienstag, ist dann das nächste Heimspiel. Deswegen gibt es da schon die nächste Folge in der nächsten Woche. Bis dahin, machen Sie es gut.